Ich bin Stefan, Sales Engineer bei der Firma F-Secure und ich zeige euch heute mal die Exchange Online Features unserer Cloud Protection für Office 365. Was macht unsere Cloud Protection und inwieweit grenzt sie sich von den bereits vorhandenen Schutzmechanismen von Office oder Microsoft 365 ab? Das kommt ganz darauf an, welche Version von Office oder Microsoft 365 im Einsatz ist. Denn je nach Version unterscheiden sich die enthaltenen Schutzfunktionen ganz gravierend. Deswegen hier mal eine Übersicht der enthaltenen Features. Neben dem normalen Malware-Blocking nutzen wir bei der Cloud Protection unsere etablierten Engines sowie Sandboxing-Methoden, um einen erweiterten Schutz vor E-Mail-Anhängen und Links zu gewährleisten. Hierbei können wir nicht nur in E-Mails selbst, sondern auch in anderen Outlook-Objekten wie Terminen, Kontakten, Aufgaben oder Notizen die Links überprüfen. Das können wir machen, weil wir direkt in der Mailbox scannen und so auch interne Angriffe frühzeitig verhindern können. Nun aber zum eigentlichen Thema, zur Einrichtung und Konfiguration der Cloud Protection für Office 365 von F-Secure. Bei unseren Cloud-Lösungen wollen wir immer ein besonders einfaches und schnelles Setup ermöglichen, weshalb wir uns heute den Automatikmodus des Setup-Assistenten ansehen. Nachdem wir uns in unserem Cloud-Portal angemeldet haben, können wir unter dem Reiter Cloud Services unseren Azure-Tenant hinzufügen. Hierfür definieren wir erst, wie wir unseren Service benennen möchten und suchen anschließend anhand der Azure Active Directory ID oder anhand des Azure Active Directory Namens nach unserem Tenant. Der Name stellt sich in der Regel aus dem eigenen Firmennamen .onmicrosoft.com zusammen. Falls der OnMicrosoft-Name gerade nicht zur Hand ist, finden wir diesen wie auch die Azure Active Directory ID auf dem Dashboard im Azure Admin Center. Das F-Secure Cloud Portal prüft, ob der angegebene Tenant vorhanden ist und fragt anschließend die benötigten Berechtigungen ab. In diesem Schritt wird der Benutzer in einem Pop-up-Fenster direkt zum Login seines Azure Tenants weitergeleitet. Hier benötigen wir einen administrativen User, welcher entsprechende Lese- und Schreibrechte erteilen darf. Falls hier nicht sofort ein Pop-up-Fenster erscheint, müsst ihr vermutlich eure Browser-Einstellungen anpassen, also Pop-ups für das Portal zulassen. Nach der Bestätigung wird die Verbindung zwischen der Cloud Protection und eurem Azure Tenant hergestellt. Wenn jetzt der Status von Pending auf Protected wechselt, ist der Exchange Online-Schutz eingerichtet und wir können mit der Konfiguration der Einstellungen beginnen. Hierfür gehen wir links auf den Reiter Policies, unter dem wir neue Policies erstellen oder auch bestehende Policies anpassen. Hier können wir beispielsweise die Einstellungen für das Realtime-Scanning anpassen, definieren, was alles gescannt wird und welche Aktion bei einem Fund ausgeführt wird. Also ob nur der Anhang oder die gesamte E-Mail unter Quarantäne gestellt werden soll. Außerdem können wir auswählen, ob der User und/oder der Administrator eine Benachrichtigung für den Fund erhalten soll. Zusätzlich zu E-Mail-Anhängen können wir auch URLs, also Weblinks, überprüfen. Diese Einstellungen hier gelten dann neben E-Mails auch für die anderen Outlook-Objekte. Auch hier können wir wieder die Aktion bei einem Fund sowie die zugehörigen Benachrichtigungen konfigurieren. Bei dem URL-Scanning kann auch eine White- oder eine Blacklist eingepflegt werden, wenn ich Ausnahmen zu meinen Grundeinstellungen definieren möchte. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Grundeinstellungen für das Scanning. Aber wie sieht das denn jetzt für einen Mitarbeiter aus, wenn etwas in seiner Mailbox geblockt wird? Hier sehen wir zwei Mailboxen, die ich in einem Beispielunternehmen angelegt habe. Beide Mailboxen sind innerhalb einer Exchange Online-Instanz, also ein interner Mailversand, der nicht von einem externen kommt oder über ein externes Gateway geroutet wird. Wenn Maria auf der linken Seite jetzt ihrem Kollegen Max auf der rechten eine E-Mail mit einer Schadsoftware im Anhang schickt, existiert diese E-Mail erstmal in beiden Mailboxen, bei Max im Posteingang und bei Maria im Postausgang. Da unsere Cloud Protection aber bereits beide Mailboxen schützt, werden die Anhänge sofort entfernt. Wir sehen also noch die vorhandene E-Mail, jedoch ohne den schädlichen Anhang. Zusätzlich erhalten beide Mitarbeiter eine Benachrichtigung, dass ein schädlicher Anhang entfernt wurde. Je nachdem, wie wir unsere Policy zuvor im Cloud Protection Portal definiert haben, könnte alternativ auch die komplette E-Mail aus dem jeweiligen Benutzerpostfach entfernt werden. Neben Anhängen können E-Mails auch URLs, also Links zu Webseiten, gescannt werden. Das funktioniert wie vorhin angesprochen aber nicht nur in E-Mails, sondern zum Beispiel auch in Meetings. Hier haben wir wieder Maria, die mal eben für 10 Uhr ein Webinar mit Max aufsetzen will. Diesmal gibt sie sich aber etwas mehr Mühe und versucht ihn auf eine unsichere Seite zu locken, indem sie den Link unter einem anderen Namen anzeigen lässt. Falls Max also bei dem Meeting teilnehmen möchte und auf Open klickt, landet er auf dieser unsicheren Webseite. Aber die Cloud Protection scannt auch hier wieder den Inhalt beider Mailboxen und lässt den neuen Termin erst aus Marias Kalender selbst verschwinden
und sobald die Einladung bei Max angekommen ist, auch diese. Nach dem Entfernen von Termin und Einladung erhalten die betroffenen Mitarbeiter wieder eine Benachrichtigung. Falls ich im Cloud Protection Portal auch die Benachrichtigung für die Administratoren eingerichtet habe, bekommen auch die Info, dass das Meeting nun nicht stattfinden wird. In Outlook werden oft freigegebene oder geteilte Mailboxen verwendet, um gemeinsam den Mailbox-Inhalt abzuarbeiten, zum Beispiel bei Bestellungs- oder Info-Mailboxen. Unabhängig davon, ob eine Mailbox von einer oder von mehreren Personen verwendet wird, kann die Cloud Protection auch Objekte scannen, welche die Mailbox vielleicht nie verlassen. Deswegen hier mal ein Beispiel mit einem neuen Kontakt. Ein Mitarbeiter legt in seiner oder einer Mailbox, auf die er Zugriff hat, einen neuen Kontakt an oder bearbeitet vielleicht auch einen bestehenden Kontakt. Hier haben wir also keinen Sende-Empfangsvorgang, sondern nur einen Speichervorgang innerhalb dieser Mailbox. Wenn wir jetzt zu den Mails wechseln, sehen wir, dass die unsichere Webseite von der Cloud Protection entdeckt wurde und wieder eine entsprechende Benachrichtigung an die Inbox der betroffenen Mailbox ging. Zurück auf den Kontakten können wir uns davon überzeugen, dass der Test-User mit der unsicheren URL auch wirklich entfernt worden ist. Um bei dem Beispiel mit der Bestellmailbox zu bleiben, hier noch eine Arbeitsweise, die ich in der Praxis schon öfter gesehen habe. Mitarbeiter nutzen gemeinsam Notizen, um sich Links zu Bestellportalen oder Partnerwebseiten zu merken und miteinander auszutauschen. Was natürlich grundsätzlich gut ist und die Zusammenarbeit erleichtert, aber auch wieder dazu ausgenutzt werden kann, unsichere Links einzuschleusen und das Anklicken dieser zu provozieren. Da wir in der aktuellen Ansicht auch die Inbox, den Posteingang sehen, merken wir gleich, dass eine Benachrichtigung eingetroffen ist und gleichzeitig ist auch die Anzahl der Notizen schon wieder von 2 auf 1 zurückgesprungen. Zum Abschluss habe ich hier noch einen Task, also die Aufgabenfunktion von Outlook, die auch gerne in eigenen Mailboxen oder in freigegebenen und geteilten Mailboxen verwendet wird. Hier und auch bei den vorherigen Beispielen hätte ich übrigens auch wie bei Marias Meeting einen versteckten Link verwenden können. Das macht für die Cloud Protection keinen Unterschied. So sieht das Ganze also für den User aus. Wenn er nun die Benachrichtigung liest, kann er sich natürlich auch an seinen Administrator wenden, der die geblockten Inhalte überprüfen und gegebenenfalls auch aus der Quarantäne freigeben kann. So viel zur F-Secure Cloud Protection für Office 365 und Exchange Online. Danke fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal und schaut euch auch die tollen University-Videos vom Flo an für Tipps und Tricks rund um unsere Produkte. Er kümmert sich auch um die Auswahl der Videothemen, also schreibt gerne, wenn ihr Wünsche oder Vorschläge für weitere Videos habt.